Der Blick in die Geschichte schmerzt ein wenig, zumindest wenn Werner Schulz ein Kapitel aufschlägt, das er selbst mitgeschrieben hat. Den Entwurf einer neuen Verfassung für die DDR. Wir wollten einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit sozialer Marktwirtschaft definieren. Wir wollten das Fundament für diese neue Gesellschaft definieren. Und wir wollten auch einen, sagen wir mal, verfassungsrechtlichen Weg zur deutschen Einheit beschreiben. Der DDR-Bürgerrechtler nimmt 1990 Platz am zentralen runden Tisch. Er gehört neben anderen oppositionellen Politikern und Experten zu einer Gruppe, die eine Verfassung erarbeitet, die auch Erfahrungen aus der SED-Diktatur spiegelt. Das waren Nächte, weil man ganz viel lesen musste. Wir waren ja nicht Verfassungsexperten. Es war unglaublich spannend. Aber es ist, wenn Sie so wollen, das Erbe der friedlichen Revolution. Und es ist für mich sehr bedauerlich, dass das nicht in dieses deutsche Nationalbewusstsein, in die deutsche Nationalgeschichte eingegangen ist, sondern irgendwo unter den runden Tisch gefallen ist. Und dann auch im Einigungsvertrag keine Rolle mehr spielt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes. Ein Beitritt, eine Angliederung mit Folgen für die ostdeutsche Seele. Denn ihre Lebensleistungen und auch ihre Lebenserfahrungen flossen nicht mit in die Einheit. Es war ökonomisch zunächst für die Menschen in der DDR ein Vorteil, auch vor allen Dingen was das Geld betraf, aber für die sozialpsychologischen Nachwirkungen ein großer Nachteil, weil plötzlich verloren sie Souveränität und mussten sich in ein Grundgesetzsystem, was ich gut finde, aber immerhin in ein fremdes System einfügen und sich neu erfinden. Doch lange Diskussionen über Verfassungen, das wollte keiner. Es musste schnell gehen und die Menschen im Osten waren es selbst, die sich nach einem wiedervereinten Deutschland sehnten. Ich kann mich noch erinnern, die sind jeden Tag Tausende in den Westen gekommen. Und wenn wir nicht schnell die D-Mark eingeführt hätten, dann wären keine jungen Menschen mehr in dem Gebiet gewesen. Und deswegen sind die Debatten heute, kommen mir manchmal ein bisschen komisch vor. Aber 30 Jahre danach sieht man nicht mehr so genau, wie es eigentlich gewesen ist. Dem würde ich zustimmen. Das war durchaus geboten, möglichst schnell auch zu handeln und diese Einheit herzustellen. Aber wir hatten extra im Einigungsvertrag Artikel 5 vorgesehen, dass eine Verfassungskommission gebildet wird und nach 2 Jahren diese Frage, Artikel 146, also Abstimmung über eine gemeinsame Verfassung, nochmal aufgegriffen wird. Das ist versäumt worden, das ist vertan worden und insofern fehlt uns eine Gründungslegende für diesen gemeinsamen Staat. Etwas Neues für beide Seiten, so Werner Schulz, hätte das Gemeinschaftsgefühl stärken können. Für alle Deutschen.